Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind Fallen. Aber wer stellt denn hier solche Fallen auf? Und richtig schön dicht hier auch hier alles. Okay. Es kann auch sein, dass das hier war. Da blinkt nichts, aber... Wir gehen immer runter. Da in der Ecke ist was. Da habe ich es doch gesehen, oder? Da hat er nichts geblinkt. Okay, da habe ich mich doch von der Reflexion... Doch, da... Klar blinkt da was. Wieso? Komm ich denn da nicht hin? Okay, das war doch eine Reflexion. Ist ja ein Teufelskreis. Nee, okay, das war eine Wasserreflexion, aber ich habe mich jetzt gerade davon voll täuschen lassen. Okay, da hinten ist der Schatz. Ja, ich wusste, dass hier irgendwo in dem kleinen Flussarm, dass da ein Schatz liegt. Okay, dann ist das der hier unter der Brücke. Aber wie detailliert die das hier alles gemacht haben. Also ich finde das, ich sage ja, ich feiere das so derbe ab. Das ist alles so schön detailliert. Weil das muss ja auch einer erstmal programmieren. So, wir nehmen uns jetzt die Pistole, weil die ist jetzt etwas durchschlagskräftiger als die normale Standardpistole. Und jetzt werden wir auch vornehmlich die hier finden. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt hier auch andere Protagonisten. Antagonisten. Und die hinterlassen andere Waffen und andere Munition. So, okay, das war die Treppe. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier drüber gehen, gibt es Ärger. Oh ja. Da sind sie doch. Und ein Kopfschuss. Interessiert ihn noch nicht mal. Habt ihr das gesehen? Harter Hund, ne? Bleib in Deckung! Okay. Die Jungs haben Laservisiere! Ja, und bedeutet ein Schuss und wir sind hinüber. Vorsicht! Nein! Los geht's. Okay, den haben wir erledigt. Aber das ist Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind. Das ist nämlich die Desert Eagle und die hat ein Laservisier. Wovon, wenn wir diese Waffe haben, glaube ich, nichts haben. Aber wir können dann scharfschützenmäßig, wie beim Scharfschützengewehr, in so eine Zoom-Funktion rein. Müssen wir mal ausprobieren. Ich meine, ja. Genau. So, und dann haben wir... Haben wir nicht? Okay, haben wir nicht? Haben wir echt nicht? Nee, okay, dann habe ich jetzt gerade Quatsch erzählt. Aber bei der ist es auch so, ein Schuss und die sind Geschichte. Aber das Problem ist auch, ein Schuss bei uns und wir sind Geschichte. Das dauert zweimal so ein bisschen, bis die sich auf einen kalibriert haben, aber es geht dann halt, je nachdem, wenn man mal aus der Deckung rauslugt, dann doch ziemlich schnell, weil die wissen, das habt ihr ja auch schon gesehen, immer komischerweise genau, wo wir sind. Okay, nee, das war blöd, denn ich jetzt nämlich mit der jetzt hier mal Rabatz machen will. Und wir nehmen uns die M4, weil die mit der Kalaschnikow, mit der AK-47 haben wir ja schon unsere Arbeit erledigt. Aber hier war doch noch einer mit einer... mit einer Desert Eagle, oder nicht? Da kann man nicht hoch. Da ist eine Treppe.
Okay. Warum hinter... Ah, da. Ich wollte gerade sagen, wieso hinterlässt er uns keine Munition? Wäre voll gemein gewesen. So, und ich meine, hier vorne würde auch noch irgendwo ein Schätzchen liegen. Ich glaube, hier in der Ecke. Ich glaube, ja, hier war irgendwas, oder? Oder täusche ich mich ja schon wieder? Ja, jetzt kommen hier natürlich die Glühwürmchen ins Spiel. War hier nix? Nee, okay. Hier war dann doch nichts. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. Und kriegen 100% jetzt richtig eins auf die Fresse. Vor allen Dingen, man merkt immer so dieses... Oh, gleich kracht's hier. Oh, es kracht gleich. Und dann passiert manchmal nichts. Und dann auf einmal dann doch. Und dann bricht hier irgendwie direkt das Chaos aus. Also zumindest bei mir immer. Ich bin hier eh immer Mr. Chaos. Ich frage mich aber gerade, wo ist Elena? Wo ist Elena? Hallo? Hat die keine Lust mehr? Die war doch... Ach, die steht immer noch da unten. Wieso stehst du da unten? Was bewachst du? Bleibt die hier unten, weil hier irgendwas ist? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Wieso ist die unten geblieben? Die bleibt da vorne stur stehen. Lässt uns hier natürlich... Ja, die lässt uns bestimmt den Vortritt. Ja. So muss es sein. Was ich aber gut finde, ist, dass die hier die Sidekicks in der Reihe nicht als Nervensägen aufgestellt haben. Weil wir kennen es halt, das hat schon mal gesagt, von anderen Spielen, wo die Sidekicks immer beschützt werden müssen und die dann doch leicht nervig sind. Okay, da ist eine Pistole. Okay, war hier kein Schatz mehr? Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich traue diesem Typen nicht. So, wir bleiben jetzt hier erstmal kurz in Deckung. Also, wie wir sehen, da sind Paramilitärs. Also die sind sehr, sehr gut ausgestattet, hier auch mit Schutzwesten. Da müssen wir nämlich aufpassen. Also ein ganz anderes Kaliber, was wir bis jetzt hatten. Okay. So. Die zwei haben wir schon mal. Jetzt kommt auch keiner hier nach. So, ich frage mich jetzt gerade trotzdem. Also irgendwie... Irgendwas kollidiert jetzt gerade in meinem Kopf. Weil ich hatte eigentlich im Kopf gehabt, dass hier vorne irgendwo ein Schatz noch liegt. Ich hatte in Erinnerung, dass das hier irgendwo eine Ecke war. Also nicht nur der eine Schatz unten am Fluss... Sondern auch hier irgendwo einer. Aber ich sag ja, ich kann mich auch irren, weil hier die Glühwürmchen auch die ganze Zeit funkeln, dass mir das vielleicht im Kopf geblieben ist. Ich sag ja, ich schmeiß hier so viele Sachen durcheinander, aber ich möchte der Sache halt nachgehen und nicht nachher das Gefühl haben, die 100.000 Sachen liegen lassen zu haben. Da drüben! Okay. Okay, und jetzt müsste man... In Deckung bleiben. Okay, und das ist genau das, was ich meine. Infight ist auch scheiße. Okay, dann müssen wir das anders machen. Ah, Mist. Nein!
Okay, nochmal von vorne. Das hat eben besser geklappt. So, wir lassen die zwei wieder so ein bisschen auseinandergehen. Aber ich hoffe, dass sie das jetzt auch wieder machen. Also ihr seht, die hauen richtig rein. Hat jetzt hier gerade einer gerufen? Nee, ne? Ich meinte aber gerade irgendwas gehört zu haben. So, die hauen richtig rein. Das Problem ist, dass die jetzt gleich hier kommen. Und da müssen wir uns was überlegen. Weil gerade bei denen, Infight-Scheißer. Wenn der alleine ist, okay. Aber wenn der zu zweit, oder wenn die zu zweit sind, geht das meistens für uns schlecht aus. Okay, runter. Er ist hier. Okay, haben wir es so gemacht. So, 10 Schuss. Dafür haben wir hier nichts mehr von. Und die haben, glaube ich, auch nur Pistolen gehabt, ne? Okay, nee, hier ist noch was. Okay, aber ich hatte von oben da was blinken gesehen. Das ist aber doch die normale. Die normale Handpuste. So, da ist aber auch nirgendwo was. Okay, dann wollen wir mal weiter. Auf die Säulen werden wir nicht kommen. Die sind zu hoch. Und da geht's auch nicht weiter. Okay, alles klar. Dann. Oh. Oh. Ich sehe es kommen. Oh, das gibt. Das riecht schwer nach Ärger. Nate, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Aha. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ja. Ich habe hier auch ein ganz blödes Gefühl. Vor allen Dingen hier ist alles so schön düster. Okay, den Hammer. Hier sind wir an einem Schrotgewehr. Da vorne ist Elena. Die hält die aber gerade auch gut in Schach. Das ist gut. Da oben ist einer. Das tut morgen weh. Ah, es tut dem wahrscheinlich sogar jetzt schon richtig weh. Schön in den Rücken. Oder in die Seite. Okay. Okay, okay, okay. Das machen wir anders. Das kann nicht wahr sein. Die ziehen uns so schnell hier die Energie ab. Okay, Deckung. Okay. Bleib mal in Bewegung. Okay. Okay, die Granate ist jetzt nicht wirklich weit geflogen. Das war nämlich unsere. Okay, Deckung, Deckung.
So, den Hammer. Und normalerweise müsste da oben noch der eine sein. Okay, da kommt noch einer. Oh, Nate. Oh, Mann. Okay. Oh nein. Okay, uns fehlt hier die Munition. Schrotgewehr ist da wieder total Käse. Okay, Scharfschützengewehr. Oder Scharfschütze vielmehr. In Ordnung, es geht los. So, also heißt... den rechten von den beiden. Den holen wir uns zuerst. So. Jetzt ist er erledigt. Der ist auch erledigt. Okay, Hammer. Da ist der eine Heini noch. Scheiß Palme. Und da hat er den sterbenden Schwan gemimt. Habt ihr das gesehen? Kleine Balletteinlage. So, wo ist die Waffe? Da ist er. So. Okay. Durchatmen. Durchatmen. Ist das nicht schön? So, wir nehmen hier Schrotgewehr. Denn ich glaube, wir müssen jetzt gleich da oben hoch. Und enge Räume, Schrotgewehr ist immer gut. Da mag ich Schrotgewehr. Zum Beispiel bei dem Ego-Shooter Black. Da war ich ein Fan auch vom Schrotgewehr. Aber es lag auch daran, weil man da immer so viel Varianz auch bei den Waffen hatte. Dass jede Waffe da ein Part hatte, wo es glänzen konnte. Und man sofort danach auch eine andere Waffe gefunden hat, wo man wechseln konnte. Das fand ich damals total toll. Also okay, da kommen wir nicht hoch. Auch wenn da oben ein Benzinkanister ist. Wie kommt denn da oben ein Benzinkanister hin? Dieser braucht nichts, was wir mitnehmen können. Und wir können auch nicht weiter hoch. Ja. Keine Tipps. Ich weiß ja, was wir machen müssen. Ich mache hier nur kurz Luki-Luki. Okay, und dann brauchen wir hier mal die Treppe hoch. So, und jetzt kam er mit dem Schwenken gar nicht hinterher. Da geht's zum Klettern weiter. Machen wir noch nicht. Ja. Okay, hier unten am Boden ist aber nichts. Außer ein bisschen Munition für unser Schrotgewehr. Okay, Moment. So, da kommen wir noch nicht rein. Okay, dann müssen wir da jetzt erstmal weiter.
Auch dieses Grollen jetzt gerade im Hintergrund. Sehr, sehr beklemmend irgendwie. Und auf die Kiste. Da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Aber hätte ja sein können, dass hier irgendwo was liegt. Da kommen wir im Moment nicht hin. Ah, oh, Alter. Machen wir Schnitt fertig, Nate. Okay, aber nirgendwo was versteckt. Also das wäre jetzt alles Bereich, wo ich sage, boah, da würde ich als Entwickler aber sowas von den Schatz platzieren. Aber hier ist nichts. So einfach nichts. Okay, dann lassen wir uns ab. Da hinten ist aber was. Das ist aber eine Waffe. Okay, da ist doch einer. Da, ich wollte es gesagt haben. Okay, da ist ein Fass. Das müssen wir, oder Fass her, das müssen wir aufschießen. Dafür nehmen wir natürlich die hier. Und dann müssen wir uns hier einen abkurbeln. Aber die wollen ja Elena holen. Aber ansonsten können wir hier auch groß nicht mehr klettern. Also wir können hier nicht irgendwelche Bereiche noch erklimmen. Also, wir klopfen mal an die Tür. Mal gucken, wer aufmacht. So, da ist er. Jetzt haben wir hier nämlich einen Shortcut. Ich möchte jetzt aber doch nochmal ganz kurz gucken, wenn ich doch hier auf die linke Seite noch irgendwie hinkomme. Also eine Treppe ging ja hier nicht hoch. Jetzt nicht mehr zurück. Das hatten sie ja eben gesprengt. Und das Tor hier können wir auch nie aufmachen, ne? Nee. Aber finde ich auch sehr lustig, dass sie diesen Bereich trotzdem so schön ausgestaltet haben. Obwohl der wirklich eine Kulisse ist. Also ich wüsste nicht, dass wir hier irgendwann mal hinkommen. Das ist ja diese Detailverliebtheit, die man immer bei Naughty Dog in ihren Werken sieht. Egal welche Generation. Die sind immer so detailverliebt. Also, das ist einer der Entwickler, wo ich sage, wenn du ein Spiel blind kaufen willst, dann am besten, wenn Naughty Dog draufsteht. Also für mich zumindest. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Okay. Okay, ja. Lass jetzt los. Langsam. Ah, ich sagte langsam. Okay. Das riecht nach Ärger. Das riecht schwer nach Ärger. Und dass hier nach Ärger riecht, würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich
bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, gebt meinem Video oder dem Video hier einen Daumen hoch und gebt dem Kanal vielleicht auch ein Abo. Würde ich mich mega drüber freuen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt beim nächsten Mal wieder ein. Dicken Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.